freue mich, Sie so zahlreich trotz dieses wunderbaren Wetters hier bei uns im Namen des gesamten Theaters Augsburg als stellvertretender Intendant heute Abend begrüßen zu dürfen. Ich weiß, dass ich nicht richtig gekleidet bin heute. Ich habe aber leider keine Krawatte gefunden, die die Farben Rot, Weiß, Grün trägt. Können Sie sich jetzt denken, der Blumenschmuck erledigt das vielleicht teilweise. Heute ist ein besonderer Tag, und zwar aus drei Gründen. Heute ist Muttertag. Dazu meine allerherzlichsten Grüße an alle Mütter unserer Absolventen hier im Raum, die mit Sicherheit einen herausragenden Beitrag zum Erfolg ihrer Töchter und Söhne geleistet haben und damit auch maßgeblich zum Erfolg dieses Tages hier beigetragen haben. Zum Zweiten, heute hat der FCA zum ersten Mal den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dabei hat er eigentlich nur das gemacht, was Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, ihm vorgemacht haben. Und so komme ich zum dritten und wichtigsten Grund. Sie bekommen heute Ihre Urkunde, die Ihnen den Aufstieg in die erste Liga bestätigt. Ich darf heute Abend ein Grußwort der Studenten an die Absolventen ausrichten und habe mir im Voraus überlegt, ja, was gebe ich Ihnen denn mit? Heute Nachmittag hatte ich die Gelegenheit, mit einer großen Gruppe von Studenten aus verschiedenen Fakultäten und Semestern am Baggersee zu liegen und habe mir gedacht, das nutze ich jetzt für ein kleines Brainstorming und frage dir einfach mal, was will man denn als Absolvent hören? Dann kam relativ schnell der Einwand, eigentlich nichts, wo bleibt mein Urkundenzettel? Wir kommen, und so habe ich mir das gedacht, heute zum wichtigsten Teil des an Höhepunkten reichen Tages, nämlich zur Verleihung der Urkunden an unsere Absolventen. Jetzt mag vielleicht mancher Fan des FCA das anders sehen, darum sage ich jetzt einfach zum wichtigsten Teil des heutigen Abends. Sind Sie Alumnus oder Alumna? Und wenn Sie sich jetzt fragen, was das ist also nichts Ansteckendes, Sie brauchen keine Angst haben, ich bin's auch. Ja, liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, meine Damen und Herren, ich werde mich kurz fassen, denn unser Präsident hat ja schon sehr treffend genau die richtigen Worte gefunden für den heutigen Abend. Liebe Absolventen, sind die gefragten Persönlichkeiten der Hochschule Augsburg. Wir hatten viele Jahre Zeit, Ihnen alles Wesentliche mit auf den Weg zu geben. Und was wir nicht geschafft haben, das kann ich heute Abend auch nicht mehr erledigen. Deshalb möchte ich es kurz machen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, viel Erfolg in Ihrem privaten und dienstlichen Umfeld. Als erstes möchte ich Herrn Vossig für die bisher kürzeste Rede gratulieren. Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, liebe Gäste, ich möchte
Ihnen unsere Glückwünsche der Fakultät Wirtschaft überbringen. Genießen Sie diesen heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Zukunft im privaten und auch im beruflichen Sinn. Damit würde ich jetzt wieder an den Herrn Bayer übergeben und freue mich auf unsere Absolventinnen und Absolventen. Danke. Überwiegt da die Erleichterung oder bist du eigentlich ein bisschen demütiger? Beides. Also zum einen ist man natürlich erleichtert und dass man ja den Lebensabschnitt mal hinter sich lässt, weil mit der Lernerei und so weiter ist dann schon eigentlich immer ein bisschen eine Belastung auch gewesen. Und zum anderen ist man natürlich auch froh, weil man sich ja einfach auf was Neues freut, auch auf eine neue Herausforderung mehr oder weniger. Für mich ist das Studium ja noch nicht beendet. Ich habe jetzt meinen Bachelor und werde jetzt habe schon angefangen, meinen Master zu studieren, bin im Bereich Maschinenbau. Also ich bleibe auch in Augsburg, das heißt, ich bleibe auch der Hochschule erhalten für weitere 3 Semester. Bei mir überwiegt auf jeden Fall die Erleichterung. Ja. Also, dass ich jetzt fertig bin und endlich Geld verdienen kann, das ganze Kapitel Schule, Ausbildung abgeschlossen ist. Einerseits zufrieden natürlich, war ein schöner Abend und andererseits, ja, man vermisst vorher aber ein bisschen die Studentenzeit dann quasi, aber es ist okay, wie es ist, gibt wieder was Neues jetzt.
Also ich habe den Bachelor in Umwelt- und Verfahrenstechnik gemacht und erleichtert eigentlich nicht, das ist das erste Ziel, weil ich bin schon wieder Master. Also ich habe jetzt gleichzeitig Master angefangen im März. Zum einen ist Wehmut natürlich dabei, weil mit den Jungs ist man doch über die Jahre dann richtig zusammengewachsen und dann, sag mal so nach 2 Jahren, wo man dann richtig dicke dann auch war, ging es dann schon Richtung dem Ende entgegen. Also ich bin sehr glücklich, dass es endlich vorbei ist und dass ich endlich Kohle verdiene und erfolgreich sein werde. Es war eine schöne, anstrengende Zeit, aber ich freue mich auf die Zukunft. Mal schauen, was noch alles auf uns zukommt. Es ist ein sehr guter Sprungbrett sogar und die Ausbildung ist auch auf einem hohen fachlichen Niveau, sodass mir jetzt auch der Übergang an eine technische Universität eigentlich ohne Probleme gelungen ist. Wir sind auf jeden Fall stolz über unsere Absolventen, über die Zahl und auch die Qualität der Absolventen. Selbstverständlich sind wir auch ein bisschen wehmütig, weil wir ja über die 4 Jahre, die wir unsere Studierenden bei uns haben, auch eine Beziehung zu den Studierenden aufgebaut haben und es immer eine ganz persönliche Geschichte ist. Aber wir freuen uns für die Absolventen und wir freuen uns natürlich dann auch, wenn sie wieder zurückkommen würden. Das ist ja mit ein Teil auch eines Alumni-Netzwerkes, das wir pflegen wollten.